Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und wie immer natürlich vielen, vielen Dank für die Unterstützung bis hierhin bei diesem Projekt. Es ist wirklich ein verdammt langes Projekt. Am Anfang, wo ich das Spiel gestartet habe, dachte ich, ja komm, 8 bis 10 Stunden oder sowas. Ja, ist ein bisschen mehr geworden. Ja, oder wird ein bisschen mehr am Ende. Ja, wie immer natürlich, kleiner Hinweis, folgt mir auf Instagram, checkt meinen Partner Instant Gaming ab. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall günstige Games kaufen, PSN-Guthaben etc., dies, das, Ananas. Und ich würde sagen, wir machen diesmal wieder eine kleine Fragerunde. Und zwar, welche Figur ist die genetische Vorlage für die Klonarmee? Sehr easy. Und die nächste Frage, unter welchem Namen ist Darth Tyrannos oder Tyrannus besser bekannt? Unter welchem Namen ist Darth Tyrannus besser bekannt? Gibt wieder Auswahlmöglichkeiten, die werde ich aber jetzt nicht vorlesen, Freunde. Damit es noch ein bisschen schwerer ist. So, let's go. Wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt als nächstes hin? Wohin, Kleiner? Ach, da tun wir wieder. Ach, Mann. Ey. Ich war so froh, dass wir da weg waren. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Ist nicht mein Lieblingsplanet. Optisch sieht das zwar nice aus, aber die Abschnitte, die wir zuletzt hatten dort auf dem Planeten. Ich muss mich ihm stellen. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Was ist mit euch und Trilla? Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Okay, Glubschi, danke für die Worte. Ja gut, wenn wir direkt zum Bossfight hinfliegen, dem Typen auf die Schnauze gehen. Was ist los, Grease? Was geht ab? Warum guckst du so? Soll ich mich setzen? Soll ich mich setzen? Soll ich mich setzen? Na? Na? Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Der rote Planet. Farbe fürs Schiff, dieses Schwarz-Gold. Das sieht schon richtig aus. Alles wird gut. Alles wird gut. Ja, Mann. Gibt's Wetten darauf, welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr Tote? Riesenspinnen? Killerpflanzen? Alles davon. Alles davon. Sag das nicht. Vielleicht findet uns auch die Haxion-Brot und rückt an. Seid ihr zwei immer noch sauer auf mich? Den guten alten Grease? Sauer würde ich dazu nicht sagen. Hey, ihr müsst zugeben, ich habe für Aufregung gesorgt. Wie viele schaffen es schon auf die Fahndungsliste der Haxion-Brut? Wenn sie kein so guter Pilot wären, würde ich sie selbst ausliefern. Streng dich weiter an, Greasy. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Was? Warum sollte ich das tun? Nein, nein, ich werde da bestimmt nicht rausgehen. Also, was willst du, Kerl? Gar nichts. War Spaß. Toll, es freut mich, dass dich meine Angst vor Zombie-Hexen, die mir einen schmerzhaften Tod bereiten wollen, belustigt. Und jetzt beeil dich, damit wir schnell von hier wegkommen. Du scheinst weniger Angst zu haben. Weil ich für einen winzigen Augenblick vergessen hatte, wo ich bin. Vielen Dank, dass du mich wieder daran erinnert hast, Kerl. Sehr gerne. Wie geht's dir? Ich meine, wieder hier zu sein und so. Ich glaube, ich schaff das. Kerl, du schaffst das schon. Hey, ich weiß es. Danke, Mann. Oh, das ist doch nett von ihm. Hast du noch was zu sagen, Glubschi? Warum guckst du weg? Schämst du dich? Das machen Leute und Hunde auch immer, die sich irgendwas zu verstecken haben. Birg ein Astrium aus dem Grat von Kujit. Das heißt, wo muss ich hin? Ich muss nach ganz oben. Ganz oben. Ganz oben. Ganz weit hinten. Oh Gott. Naja. Naja, ich sag's nur gern nochmal. So. Alter, ist es am Buckeln. Yo, 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 yo. Ich sag's gerne nochmal. 1, 2 Reisepunkte. Wären ganz geil. 1, 2 Schnellreisepunkte auf dem Planeten wären schon ganz geil. Wären schon ein bisschen hilfreich, weißt du? Heilige Scheiße. Wow, ein Schlag.
Wieso konnte ich die jetzt mit einem Schlag besiegen plötzlich? Hallo, wo bin ich? Hey, wo sind die Brüder? Alter, wo sind die Brüder? Die Gangsterbrüder hier. Habt ihr sie alle getötet? Bin ich auf dem richtigen Weg? Erstmal geradeaus, wa? Erstmal geradeaus den ganz langen Weg. Nee. Lass mal los. Ist hier nach oben nicht ein, Abkürzung? Warte mal. Boah, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich lang gehen muss, genau, ne? Dann wüsste ich's halt. Wenn ich's wüsste, wüsste ich's. Na gut, Freunde. Wer von euch, hat eigentlich Bock auf die Mandalorian-Serie? Habt ihr da mehr Bock als auf den Film? Ich ehrlich gesagt schon ein bisschen. Ich werde mir natürlich die Episode 9 reinziehen, ist ja klar. Ich bin auch irgendwie gespannt, was da so kommen wird, aber die Trailer zu der Mandalorian-Serie, ey, sah schon ziemlich schnick aus, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, ich habe gar keine Ahnung, aber ich glaube irgendwie, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube nicht. Sorry, ich kann mir nicht jede Abkürzung in jeder Welt merken, es tut mir leid. Wäre ich einfach den ganz normalen Weg gegangen, wo ich denke, ey, das ist der lange Weg. Wäre ich das einmal gegangen? Das muss ich wirklich sagen, das stört mich. Diese Navigation im Spiel stört mich und es stört mich auch, wie gesagt, dass es keine Schnellreisepunkte gibt. Dass du immer das komplette Level ablaufen musst, selbst wenn du die Abkürzung freigeschaltet hast. Du musst ewig weit laufen, schnellweise. Das stört mich wirklich ganz schön. Freigeschaltet? Es ist doch die ganze Zeit freigeschaltet, Bruder. Das stört mich, Alter. Oh, Witz. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber ich mag's nicht. Loser. Und irgendwie kommt Gelb auf diesem Planeten nicht so geil. Sag mal, verfolgst du mich? Nee. Dachte, ich hätte irgendwas gehört. Oh, oh, oh. Was ist das, Alter? Ist das ein Roboter? Ach, das sind die wieder. Erledigt. Du bist erledigt! Scheint irgendwie nicht so. In der Luft! In der Luft! Er versucht uns auszuweichen! Ihm nach! Okay. Feuer auf das Team! Ich blick überhaupt gerade gar nicht durch. Ich blick gerade gar nicht durch, Alter. Ist schon wieder so verwirrte Kacke hier. Nee, egal. Nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich muss erstmal reinkommen. Ich gehe da jetzt kurz hin und klatsch hier weg. Thank you.
Ach, nochmal tauchen die gar nicht auf, oder was? Ach so. Okay, ja, gut. Na gut. Ha. Ihr habt doch Schiss, habt ihr da. Oh, warte mal. Nein. Okay. Was ist denn hier? Waren wir hier hinten schon mal? Och, Junge. Ja! Ja, Kinder! Genau. Genau! Ey, ich verlangsame den, geb ihm einen Schlag und er macht den schnellsten Schlag aller Zeiten, Junge. Ey, dieses Drunken Master Style oder was? Ist das Drunken Master Style, Alter? Schneller! Nein, diesmal nicht! Diesmal nicht, Junge! Diesmal gibst du mir am Ende nicht nochmal den Drunken-Schlag in die Schnauze rein. Wo geht's denn hier hin, Alter? Was ist denn hier? Hier waren wir noch nicht. Nein! Jetzt komme ich nicht mehr zurück! Aber hier ist eine Kiste. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, Freunde. Hey, BD, was ist das? Was hast du da? Nee, nicht wirklich. Also ich muss sagen, das Schwarz, das sieht ganz geil aus. Das ist der perfekte Partner-Look. Und dieses Penner-Braun muss jetzt nicht unbedingt sein. Wo bin ich denn jetzt, Alter? Ja, du... Ja, ist okay. Oh, natürlich war das wieder... Vorsichtig, Brüder! Ey, wie viele Leute sind denn das schon wieder? Oh, ich bin ja fast tot. Wartet mal eben, Jungs. Schießt hier nicht rüber jetzt. Hört mal auf. Wieso kann ich die Kiste nicht öffnen? Alter! Alter! Hey, Beinarbeit hast du nicht drauf? Junge! Ich hab den Jedi getroffen! Er ist der beste Mensch der Welt! Dabei ist er nicht mal ein Mensch. Dich, Junge, hol ich rüber. Das ist doch ein verfickter Witz! Das ist unfassbar, Mann! Ich brauche einen Stim, bitte. Alter! Ey, der Typ, der die ganze Zeit auf mich ballert! Der geht mir so auf den Senkel, Alter, das gibt's gar nicht. Ja, jetzt traust dich nicht mehr, wa? Hallo, anvisieren. Nee, ich warte extra. Komm her! Das war's mir wert, Mann. Alter, mein Gott! Was geht hier ab? Die machen mich platt, Freunde. Bin ich zu schlecht? Bin ich schlechter geworden? Ich bin schlechter geworden, ja, auf jeden Fall. Ich spiele gerade nicht gut. Ich spiele nicht gut. Siehst dir mal an. Zeig mal, was du gefunden hast. Neuer Poncho. Haus. Ja, alles klar. Poncho, Reisender. Das ist Haus, Junge? Was ist denn das, Alter? Sind wir hier bei den Flintstones oder was? Hab ich früher nie gern geguckt, wa? Die Feuersteins, die Zeichentrickserie fand ich damals als Kind immer richtig scheiße, Alter. Ich weiß nicht warum. Ich fand's die irgendwie scheiße. Ich hab lieber die Disney-Sachen gesehen. Aber diese Realfilme, die eigentlich voll der Trash waren, oder immer noch sind, natürlich. Die habe ich irgendwie gerne gesehen. Ich weiß nicht warum, Alter. Hm.
Bin ich jetzt wieder auf Kurs? Ich weiß nicht, wo wir sind, Freunde. Ich glaube, wir sind nicht auf Kurs, oder? Aber hier waren wir noch nie. Das soll doch nicht so sein. Was ist denn hier oben zu holen? Hier ist ja nichts zu holen. Hier ist wieder unser Weg. Oh, wow. Alter. Naja, hat sich jetzt nicht schon sonderlich gelohnt, wa? Hat sich leider nicht sonderlich gelohnt. So, kurze Meditation-Verse. Haben wir 2 Punkte? Wir haben leider nur 1 Punkt. Okay, gut, jetzt stellen wir uns dem Meister. Oder dem, ja, dem Geist. Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Komm, sei ruhig, Mann. Jetzt kommt's wiederum ganz geil, das Gelb. Beeindruckend. Aber ist Kraft die Antwort? Meister, ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Und vergiss nicht, Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Okay. Okay. Voll die heftige Testkammer und da hinten waren schon 2 Brüder. Es ist der Fremde. Dein Ende naht. Alle rächen. Du kannst nicht allem ausweichen. Und hab ich schon mal gesagt, dass ich diesen Move geil finde? Ich weiß es nicht. Nein, da ist nämlich der normale Weg. Und hier oben ist ein geiles Geheimnis. Wir sollten nicht hier sein. Der Ort ist verflucht. Hab keine Angst. Wir haben einen Pakt. Du wolltest nicht deine Magie lehren. Meine toten Schwestern. Dieser Mann hat uns Vergeltung versprochen, unter der Bedingung, dass ich ihn unsere Magie lehre. Verzeiht mir. Ich muss zu Malikos halten. Oh Gott. Ich ahne es, ich ahne es. Er ist der Böse, das heißt, wir nehmen sie mit oder so. Weil sie ja so das hilflose Mädchen ist. Ja, ja, komm. Du kehrst also zurück. Mutig. Aber nicht weise. Ja, vielleicht. Marin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal.
Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Oh, Freunde. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Seid ihr dabei? Ich hoffe doch, Freunde. Lasst mich nicht alleine. Wie soll ich das ohne euch schaffen? Gut, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, checkt die Videobeschreibung ab. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.